Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Project Highwise. Ich gucke jetzt gerade mal, ob wir hier einen Kredit zurückzahlen können. Können wir? So. Dann nehmen wir den auch wieder an. Oh, mysteriös. Dann können wir erstmal suchen. Das ist natürlich jetzt schlecht. Ich dachte, ich könnte direkt bauen. Ich hoffe, das ist die letzte Folge von dem ganzen Szenario hier. Ich gehe davon aus, dass wir einen Laden von denen hier unten abreißen müssen, leider. Damit wir halt dieses Bild aufhängen können, das relativ teuer ist. Mit 22.000. Ja, aber wenn man jetzt so bedenkt, wir haben noch 4 Stück, die einziehen von den Hauptquartieren. Die ich jetzt eigentlich vorhab zu bauen noch. Am besten sogar mit dem Geld, was wir jetzt bekommen haben. Müssen vielleicht dann noch ein bisschen länger warten, bis wir die einziehen lassen können. Aber wir hätten die ja zumindest mal so weit, dass wir die halt schon mal so weit gebaut, dass wir einfach nur die einziehen lassen müssen. Und wenn ich das Geld jetzt hier sehe, können wir müssen wieso noch einen ganzen Tag warten. Und dann kommt vielleicht nur einer hierbei heraus. Was ja sehr wahrscheinlich jedes Mal so vorkommt. Wäre zwar ziemlich schade. So, kleines Büro bitte. Da kommen die genau übereinander. So. Der Müll kommt noch. Cycling auch noch. Die Leitungen liegen. Also die Leitungen sind wir jetzt fertig. Hier kommen noch mal 2 Buchhandlungen rein. Da geht es munter ab bei den ganzen Sachen hier. So, wir müssen gucken. Telefon. Haben wir noch genug Strom? Nicht. Das heißt, wir müssen mindestens noch einmal ein kleines Strom bauen. Mit 10. Okay, wir haben wieder Geld. Eigentlich wieder so viel, dass wir 2 bauen können. Wir haben 11. Ich bin mal gespannt, wie viel wir dafür jetzt verbrauchen. Oh, das braucht echt Ewigkeit, bis wir oben sind. So, dann 2 Firmensitze. Die können wir sogar nicht ganz bauen. Schade. Da fehlen uns genau 200 Dollar. Ist ja nicht so wild. Wir haben noch 12.000 zum Abbezahlen. Hier haben wir 20.000 zum Abbezahlen. Ja, die Bilder wären das Problem halt, dass wir die hier reinkriegen. Nicht hier diese Firmensitze. Mittlerweile weiß ich ja, wie es geht mit den Firmensitzen. Wieso mache ich jetzt Tapete dran, wenn ich die Gebäude da schon so platzieren kann? So. Damit haben wir 5. Fehlen nur noch 3. Wie gesagt, wir müssen einfach nur auf Geld warten. Und wie das Geld hier aussieht sogar, warten wir mit der Reparatur. Dann können wir 2 einziehen lassen. Wenn wir 4.000 machen, plus jetzt ungefähr den neuen Betrag von dem alten, von dem neuen, genau, von dem alten. Wo kommt das noch mal her? Haben wir ungefähr dann 6.000, ja, 6.000 ungefähr. Sind wir bei 9.000. 7.000 kostet der Einbau. Wenn wir da 2 Stück neu bauen, könnte das passen. Aber wieder immer ein anderer sitzt, ne? Da ist ein Mann, da ist eine Frau, da sind sogar beide. Wie sitzen die da? Sitzen da und haben das Telefon in der Hand? Also wenn man am Schreibtisch sitzt und ein Telefon in der Hand hat, okay, aber nicht, wenn man hier einfach so einen bequemen Sessel sitzt. Naja. Oh, wir haben viel Tamtam. Wie viel brauchen wir? 6.300 für ziemlich viel Tamtam. Und da wir unten noch ein bisschen mehr gebaut haben, könnte das sogar noch richtig gut werden.
Aber wieder hat sich das hier irgendwie so ein bisschen herauskristallisiert, dass halt der Anfang eines Szenarios immer das Schwerste ist. Wenn man einmal so ein laufendes Gebäude hat, dann läuft das ganze Ding hier. So, wie gesagt, 9000 haben wir jetzt. Wir können zwei einziehen lassen. Da haben sich auch schon zwei beworben. Und hier. Das heißt, ja. Wir haben jetzt 2400 und können manche Sachen reparieren, nicht alle. Boah, das wird echt ewig, bis wir unten sind. Ja, wie ich gerade gesehen habe, haben wir zu wenig Strom. Oh, ja, toll. Würde mal sagen. Jetzt haben wir genug Strom. Hoffen wir mal. Weil, ja. Dafür haben wir aber kein Geld mehr. Oh, doch, die Restaurants können wir renovieren. 3400. Ich hoffe, wir machen am Ende 7000. Dann können wir renovieren und einziehen lassen. Wenn das halt nicht zu hoch wird, die Renovierung. Ich würde die dann lieber einziehen lassen. Dann geht es rau dahin, 22 Bilder aufzuhängen, plus einmal das ganz Große. Okay, das Große bringt ja auch schon was. Mann, ich glaube, das kriegt sogar. Wir müssen eigentlich erst das Große bauen, bevor wir das Kleine bauen. Schade. Naja, das könnte eng werden mit dieser Folge. Ob das passt oder nicht passt, das werden wir ja dann erstmal in den nächsten paar Minuten sehen. Vielleicht mache ich auch so wieder so einen ganz kleinen Schnitt, wo man einfach nur sieht, dass ich jetzt genügend Geld habe und einfach nur Bilder aufhänge. Könnte auch so ein Ding sein, das ich mache. Also wir werden auf jeden Fall jetzt sehr wahrscheinlich so um die 8000. Ne, wir machen jetzt 3000 machen wir hiermit. Also 9500 werden wir ungefähr jetzt pro Tag machen. Wenn der dazu kommt, machen wir halt unsere 11000. Was mit zwei Tagen uns das Bild eigentlich schon beschert. Wir könnten auch in dem Moment vielleicht auch hier den Kredit abbezahlen. Von 12.000. Der dauert ja noch was. Damit wir da eigentlich alles wieder. Okay, wir könnten. Ja, mal gucken. Also ich würde gerne erstmal das große Bild bauen, damit wir genau wissen, wie viele endkleine Bilder wir noch bauen müssen. Aber mir ist erstmal wichtig, dass wir das Ding bauen. Dann haben wir schon das zweite Ziel. Das Einzige, was mir fehlt beim zweiten Ziel. Das Einzigste, was fehlt, ey. Eine Gebäude. Um halt auch so ein bisschen noch mehr Geld rauszuholen, was geht. Wir könnten natürlich noch mehr von diesen Gebäude bauen, um halt noch mehr Gewinn zu machen. Aber halt das Bauen, bis wir da sind, das dauert so lange. So. Och nö, jetzt müssen wir den ganzen 5000. Das kostet 5000. Um ein so ein Ding zu suchen. Und wenn da keiner rauskommt, dann hat man 5000 umsonst ausgegeben. Oh, und wir haben noch nicht mal genügend. Wir können aber die zumindest mal das renovieren. Die Händler müssen noch einen Tag warten. Wichtig sind auf jeden Fall, dass die Sachen funktionieren. Toll, jetzt müssen wir den ganzen Tag warten. Ach, Mann. Okay, ich könnte natürlich hier diese kleinen Büros hier abreißen und da. Nee, das mögen die ja gar nicht. Weil die hier ja ziemlich laut sind. Diese Mehrfachbüros, wie wir die auch heißen da. Keine Ahnung, warum ich das nicht mehr weiß. Ich habe das mal gelernt. Ja, wenn man. Das waren ein paar Jahre. Was heißt ein paar Jahre? Ich glaube zwei oder drei jetzt aus. Aus dem Job raus und dann weiß man schon nichts mehr. So, wie viel Tamtam brauchen wir noch? Ein bisschen Tamtam. Dann kommen wir der ganzen Sache schon deutlich näher. Vielleicht warte ich dann nochmal so einen Tag. Also jetzt mit dem hier. Um halt den einen Kredit abzubezahlen. Und toll, was bringt das, wenn ich den Kredit abbezahle und dann mir einen neuen hole? Habe ich vielleicht ein bisschen Gewinn gemacht. Haben wir hier irgendwas? Na, 15000 werden wir damit machen. Aber das Ding kann ich ja. Warum kann ich das Ding nicht benutzen?
Das kann natürlich sein, wenn ich hier die anderen Gebäude von der Ästhetik baue, dass die funktionieren würden. So, Werbebotschaften. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt werden wir auf jeden Fall richtig Geld kriegen. Vielleicht schon so viel, dass es reicht, um vielleicht das Gemälde zu bauen. Ich gehe von aus, dass es nicht so ist. Aber ja. Man muss ja nämlich gucken, wenn wir jetzt für den Kredit 12.000 bekommen und müssen auch 12.000 zurückzahlen, dann lohnt sich das ja nicht. Das kann man vielleicht ein paar Tage vorher mal zurückzahlen. So, bitte so 15.000, das wäre genial. 17.000 ist noch genialer. So. Ach, boah, ich dachte jetzt schon, wir müssen noch mal suchen. So, du zahlst mehr. Das heißt, das zweite Ziel ist erfüllt. Das heißt, das ist das zweite Ziel. Wir renovieren. Wie groß ist dieses Bild? Kunstgalerie. Okay. Alles klar. Wir müssen die Etage leider ausbauen. Müssen wir das wirklich? Das müssen wir gar nicht. Wo sind die? Ich suche jetzt gerade die Betriebssachen. Hier. So, folgendermaßen. Wir reißen einfach mal die beiden Sachen ab. Und schicken einfach die hier rein. Die vom Platz her sehr wahrscheinlich gar nicht passen. Was bist du denn? Du bist der Kunsthänzler, ne? Kunsthänzler. Ist ein Hänzler jetzt. Ist ein Koch. So, normalerweise können wir das jetzt immer noch nicht. Das heißt, wir müssen das ganz große Ding bauen. Tschüssi. War schön, dich gekannt zu haben. Nun können wir ein kleines Büro damit reinbauen. Komm, schneller, 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 schneller. Ich muss hier vorankommen. Wie gesagt, immer wenn es kurz vor so einem Ding ist, also zum Abschließen, dann werde ich immer so. Ich muss das so schnell wie möglich jetzt fertig kriegen. Jetzt können wir das Gemälde auch bauen. Uns fehlt davon nur das Geld. Ganz toll. Und wenn wir jetzt 11.000 machen, das könnte funktionieren. Es wird knapp auf jeden Fall. Vielleicht wird die Folge auch mal noch ein Tick länger, also so mal 25 Minuten. Ja. Also ich gebe mir maximal 25 Minuten für diese Folge. Um halt das zu schaffen. 10.000 machen wir. 3.000 müssen wir hier ausgeben. Das heißt, sie müssen nochmal 2 Tage warten. Schön. Eigentlich gar nicht, aber trotzdem. Okay, wir können auch mal in der Zeit jetzt hier. Ich muss ab und zu mal Bilder aufhängen. Wie weit bist du? 10.000 noch. Für einen, der 12.000 kostet, 12.500 bringt. Das ist ein Gewinn von 2.000 nur. Wahnsinn. Also, wenn es so 5 Tage vom. Wie lange braucht er eigentlich noch? 21 Tage, okay. Wenn der so. Der braucht noch Ewigkeiten, 25 Tage. Hätten wir 12.000, sagen wir 13. Wir haben 13.000 am nächsten Tag. Dann noch nochmal 10.000. Dann können wir uns das Bild sogar leisten. Wir haben 22 Sterne. Okay, wir müssen viele Leute hier reinkriegen. Wir müssten mehr Abschlüsse von Spezialaufträgen. Kann ich jetzt nicht machen. Und das wird eng. Ja. Dann würde ich doch mal sagen, ich glaube nämlich, das dauert noch ein bisschen länger als 25 Minuten. Weil bis wir das ganze Geld hier kriegen, das wird ja nur Warterei auf Geld. Bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge dabei. Also bis dahin. Ciao.